Bundespräsident von Weizsäcker sieht in ausländerfeindlichen Ausschreitungen wie in Rostock eine ernste Gefahr für die Demokratie. Gefährlich sei vor allem, wenn, so Weizsäcker zur Bild-Zeitung, ein bandenartig organisierter rechtsradikaler Krawalltourismus Missstimmungen in der Bevölkerung ausnutze. Bundeskanzler Kohl sagte heute bei einer Kabinettssitzung, für die Gewalttäter von Rostock dürfe es keine Nachsicht geben. Sie müssten mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden. In der Nähe des geräumten Rostocker Asylbewerberheims gab es auch in der vergangenen Nacht wieder Versuche, Krawalle anzuzetteln. Die Justiz hat mittlerweile 25 Haftbefehle erlassen. Den Inhaftierten wird überwiegend schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. In 2 Fällen geht es um versuchten Mord. Mehr als 3000 Rostocker haben heute Abend ihr Entsetzen und ihre Scham wegen der seit Tagen anhaltenden Ausschreitungen rechtsextremer Gewalttäter geäußert. Bürgerschaftspräsident Klemann sagte auf einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz, er schäme sich für das, was Rostock bekannt gemacht habe. Man wolle durch die Demonstration zeigen, dass Rostock keine Stadt der Randale sei. Die Protestkundgebung gegen die Gewalt im Stadtteil Lichtenhagen ging mit einem Schweigemarsch durch die Innenstadt zu Ende. Danach sollten Andachten in 3 Kirchen gehalten werden. Gestern, in der 5. Nacht anhaltender Krawalle, war es der Polizei weitgehend gelungen, Ausschreitungen zu verhindern und Randalierer festzunehmen. 1500 Beamte trieben die Jugendlichen auseinander und nahmen 146 der rund 300 Gewalttäter fest. Einwohner, die in den ersten Nächten noch die Randalierer unterstützt hatten, versuchten nun, sie an Ausschreitungen zu hindern. Die Polizei stand auch tagsüber in Bereitschaft und beobachtete den Stadtteil Lichtenhagen. Außerdem wurde verstärkter Dauerschutz für die Asylbewerberheime in der Hansestadt vorbereitet. Hauptgrund für das zuerst erfolglose Vorgehen der Rostocker Sicherheitskräfte ist nach Darstellung der Gewerkschaft der Polizei die schlechte Ausrüstung der Beamten in Ostdeutschland. Die Arbeitsbedingungen dort, so der Bundesvorsitzende Lutz, seien unzumutbar. So seien die Polizisten in Rostock durch veraltete Technik von der Einsatzleitung abgeschnitten gewesen. Rund 90% der Verletzungen gingen auf mangelhafte Schutzkleidung zurück.